Let's play RimWorld. So, das ist vielleicht, glaube ich, mal die letzte Folge für heute. Es ist gleich schon, es ist 11:30. Ja, ist schon wieder viel passiert. Und die Kolonie ist jetzt ja schon quasi auf dem Stand von der letzten. Weil ich neu angefangen habe wegen eines Patches. Ne? Und bräuchte hier mal ein bisschen mehr Entertainment für die Leute, damit die nicht alle so hart verrückt werden. Haben wir eigentlich keine anderen Leute, die kochen können? Das Einzige, was De La Cruz kann, ist mit Tieren umgehen. Ja, wow. Oh, Lions kann auch kochen. Der kann alles, der arme Kerl. So, dann machen wir das so. Und De La Cruz trägt und putzt. Genau, perfekt. Na, die schlafen alle. Und ich hoffe, dass Franz sich erholt. Das wäre natürlich mega traurig, wenn der stirbt. Eichhörnchen wurde zahm. Was machen wir eigentlich mit den ganzen zahmen Tieren? Schwere Infektion, 68%, 69%. Also der wird jetzt einfach immun. Also der, in dem Spiel hier heißt ja einfach, dass der sich erholt. Heißt das, dass der sich erholt. So. Und Baumwolle ist bald auch gar. Ja gut. Aber irgendjemand könnte hier mal die doofe Anita überreden, dass die bei uns wohnt. 55% Anwerbechance. Was ist denn das? Ja, ein Billardtisch und ein Schachbrett, ne? Das wäre nicht schlecht. Wer bricht hier wieder zu? Ach, Franz. Ach ja, der Arme. Prozent ist doch nicht schlecht. Wir brauchen Entertainment! Entertainment! Nehmen wir hier einfach einen Hochzeitsplatz, ne? Vergnügen. Billardtisch, 80 Stoff. Fehlen uns natürlich leider gerade. Na, was fehlt uns? Genau. 25 Stoff, ne. Stuhl aus Holz. Was passiert hier? Eichhörnchen wurde zahm, wenig Nahrung, Nervenzusammenbruch, Jäger ohne Fernkampfwaffe, okay. Alles gut, der ist aber auch der ganze Knüppelrino. Franz hat total den Plan und später baut er alles um. Ja, mal gucken. Ja, Zusammenbruch, Fressattacke. Franz frisst sich durch die Vorräte. Ist er wieder fit? Nicht ganz. Okay, der frisst jetzt einfach alles. Ah, jetzt spielt er aber wenigstens. Das ist gut. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der wieder klarkommt. Soll jetzt mal schön hier sich wieder am Alltag beteiligen. 99%, der ist bald wieder gesund. Der kriegt das hin. Der kommt klar. Der soll jetzt das hier mal priorisieren. Wenn ich noch irgendwen, der halbwegs schießen kann? Fernkampf 2, Fernkampf 1. Naja, kriegt er eine Pistole. Ist besser als nichts, oder? Ach, der holt jetzt hier Holz, okay. Aber noch total viele Aufträge, die überhaupt nicht... Achso, Franz hat immer noch eine Fressattacke. Er ist jetzt aber immun. Sobald er da wieder klarkommt... Hm, wo ist denn hier die Fressattacke? Wurde aber nett geplaudert. Na gut. Ja, Anita mag er nicht so gerne, weil er hasst ja Frauen. Oder jetzt? Oh, so viel Holz kostet so ein Schachtisch, okay. So ein Schachtisch, Schachbrett, meine ich. So, wir können jetzt Steinhauerei machen. Sehr gut. Dann brauchen wir. So, nächste Forschung. Automatische Türen ist natürlich auch nicht schlecht, wenn das so schnell geht, ne?
Finde ich eigentlich ganz geil. Oder Krankenbetten. Ne, wir machen erstmal die billigen Sachen, wie Emil immer sagt. Erstmal automatisch Türen. Die Leute sich einfach schneller bewegen können. Franz ist immer noch verrückt, aber De La Cruz hat sich angezogen. Sehr gut. Ich hoffe, Franz kommt irgendwann wieder klar. Wäre doch wirklich schön, wenn er mal wieder klar käme. Ach, Franz frisst jetzt einfach alles auf, oder was? Der macht jetzt nichts anderes als fressen. Boah. Okay. Ah, Franz hat aufgehört, sich wie ein Schwein vollzustopfen. So, er kommt wieder klar. Okay. Jetzt kümmert er sich auch mal wieder um Anita. Hä? Das war's? Okay. Das ist alles tiefgefroren, ne? Sehr gut, dann haben wir da keinen Stress mit. De La Cruz muss hier den ganzen Scheiß einsammeln. Ah ja, das ist aber okay. Du schläft ja auch immer noch da oben, die Arme. So, sobald Franz wieder wach ist. Oh, unser Moped steht. Ist cool. Haben wir eigentlich einen Schalter? War so witzig. Standardmäßig ist keiner ein Schalter. Da muss man denen das immer beibringen. Oh, Wrigley hat. Oh, Wrigley hat einen Hasen gerissen. Ja, cool. Die Baumwollpflanze ist auch fertig. Jetzt könnte aber doch langsam mal. Aber oh, Wrigley war ein bisschen verletzt von der Schlacht gerade. Wie viel Holz haben wir eigentlich? Relativ viel Silber. Macht Franz? Tut sich aus, okay. Wir brauchen Steinmetztisch aus Holz, bitte. Am besten in der Nähe. Ja, obwohl. Da muss er halt ein bisschen rennen, derjenige, der das macht. Voll. Nee, das muss schon hier hin. Da kann er ja von der rechts holen. Derjenige, der das macht. So, können wir jetzt bitte Anita anwerben? Es wäre wirklich so super, wenn Franz das schaffen würde. Und wieso ist denn die Chance so schlecht? Oh, sehr gut. Außenlede, hä? Stahlschlag gebrochen. Was ist das denn für eine Rettungskapsel? Ich weiß gar nicht, ob wir Stahlschlaggebrocken umbauen können. Franz ist auf jeden Fall super drauf. Kann ich jetzt De La Cruz zwingen, Schach zu spielen? Nee, ne? De La Cruz ist auf jeden Fall hart am Abtragen. Dann können wir nämlich Steine bauen. Ah, das ging schnell. Krass, wenn man so einen guten Forscher hat. Braun ist natürlich nicht schlecht. Oder Teppiche. Nee, ich wollte die besseren Krankentische. So. Automatische Türen. Autotür. Ja, ich dachte, alle Türen würden dann automatisch. Ja, ich baue später noch Böden bestimmt. Ihr kennt mich doch. Okay, die Alte will sich einfach nicht bekehren lassen. Oh, De La Cruz. Was ist es denn mit dir? Der Entzug ist ein Problem. Warum isst sie denn ohne Tisch? Ich sag's dir echt ungern, ne? Aber De La Cruz ist wirklich ein Problemkind. Weißt du was? Du kannst jetzt einfach erstmal hart putzen, einfach. Okay?
Franz hat in Anitas Zimmer geblutet. Oh, hier sind die Pflanzen, wollte ich gerade sagen. Der Strom ist hier nicht versorgt. Der Rest kommt aber klar, ne? Ja. So, machen wir hier. Ach, der Lacrus spielt ein bisschen, das ist gut. Der Schach ist hier wahrscheinlich zu blöd. Jetzt haben wir schweres Nervenzusammenbruchrisiko. Ich weiß aber nicht, was ich dagegen machen soll. Kann Franz mit der reden? Nee. Ich kann sie auch nicht irgendwie idlen schicken oder so. Na, wenigstens bevor sie verrückt wird, kann sie... Ah, es wird besser. Jetzt ist sie erstmal... Guck mal, jetzt sitzt sie hier auf dem schönen Stuhl. So, Komfort geht hoch. Zack, zapp, zerab. Besser. Besser. So, wir haben wenig Nahrung. Sorry, ich muss das ja auch gar nicht so turboschnell machen. Franz schlachtet hart. Ah, Gatz erholt sich bei einer Runde Schach. Ey, Franz will hier gerade schlachten, aber eigentlich wäre es mir lieb, wenn du... Ah, der... Ah, wir haben kein Holz. So, du schneidest jetzt erst die Pappel, bevor du irgendwas machst. Kollege. Zwing ihn jetzt einfach erstmal ein bisschen Holz zu fällen. Ein schöner Tag. Ja, Nervenzusammenbrüche sind hier, die sind sehr labil. Und Anita? Ja, Anita ist auch wieder unser Sorgenkind hier, ne? In Gefangenschaft ohne Tisch gegangen. Das geht ja sogar. Fühlt sich gut. Guck mal, baut er jetzt endlich? Wenig Nahrung. Ah, das geht. So, wer von uns ist denn ein guter Handwerker? Ist das Unterkonstrukt in die Handwerk 7? Alles kann Franz, ey. Franz ist voll die Maschine. Was haben wir hier für Zeug? Kalkstein. Ist das alles Kalkstein? Ja, sehr gut. Dann stellen wir hier Steinblöcke her. Nimmt er dann wohl die nah dran sind? Wir machen erstmal nur. Und erstmal nur Kalkstein. Machst du 25 Mal. So, und sobald Franz ein bisschen gechillt hat. Was hat er jetzt vor? Achso, erstmal kümmert er sich um die Alte. Oh, was hat Franz denn hier alles? Machen wir das mal auf 2. Oh, die will einfach nicht bei uns mitmachen, die blöde Kuh. Ist da erstmal ein Röntchen? Achso, nee, aha, er füttert sie. Da wird ordentlich geputzt. Ja, leichter Nervenzusammenbruch, das wird schon gehen. Wird hier ein bisschen geschnackt. Oh. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich eine Facecam anhabe. Aber ich mache keine frivolen Dinge, ne? So, der baut jetzt hier. Und dann machen wir... Böden. Das hier, wir haben doch jetzt hier Kalkstein reingetragen, ne? Wie viel haben wir davon? 40? Ja, noch nicht. Nein! Oh doch, das dauert ganz schön lange, verdammt. So, erstmal da, wo sich alle rumtreiben. Ah, cool, Gatz erntet, oder? Ach nee, der zähmt das Vieh. Oh.
Haben wir irgendwen, der halbwegs gut in Landwirtschaft ist? Landwirtschaft 6. Ja, wieder Franz, toll. Aber Guts möchte das auch lernen. Und noch wer halbwegs Handwerk? Nee, ne? Es ist schon nicht leicht hier, ey. Franz ist unser Allrounder. Jetzt versucht er sie. Sie muss mal langsam angeworben werden. Das kann doch nicht sein, ey. Pech haben wir denn? Oh, schon wieder. Wieso denn nur 5,9% Chance? Ein Überfall. Und wann ist die Folge gestartet? Oh, das sind zwei. Shit. Okay. Da müssen wir uns gleich gescheit drauf vorbereiten. Indem wir ganz viel Angst haben. Müssen die im Auge behalten? Ich bin ja gut darin, Dinge zu vergessen. Wo ist die Schweinebande? Ja, die kam doch von hier links, oder nicht? Da sind sie. Okay. So, dann muss Franz sich irgendwo Deckung suchen. Am besten hier oben. Und wir schicken Guts auf den anderen. Oh, jetzt geht's schon los. Und Lions kann ja auch zumindest ein bisschen schießen, ne? Dann kann er sich hier in Deckung. Gucken wir mal, wo kommt der andere angewetzt? Oh, wo ist der andere Bösewicht? Da hinten kommt er, okay. Oh je. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Oh shit. Lions ist keine große Hilfe. Attacke! Stopp, stopp, stopp! Oje, oje, oje. Packt ihn euch! Alle drauf! Bam, bam, bam! So! Haben die den tot geschlagen? Oh, krass. Achso, der hat aber auch schon Schüsse vom... Der hat den rechten Mittelfinger abgebissen bekommen. Oje, oje, oje. Aber der hier ist... Katsumi ist... Der ist nur im Schock. Perfekt. Dann... So, alle aus dem Angriffsmodus raus. Haben wir hier einen Holzknüppel. Ein Überlebensgewehr, das ist ja auch gar nicht so schlecht. Oh, Tutsi. Achso, Tutsi liegt ja schon die ganze Zeit tot rum. Ja, der ist tot, der wird ausgezogen. Kann der denn was? Wollen wir den haben? Oh, der ist voll der gute Fernkämpfer, geil. Katsumi Hebert. Herbert Katsumi, ey. Ach, crap. Wir brauchen dringend für den... So, der wird jetzt erstmal gefangen. Dann hat Franz heute noch kein Bett, aber damit kommt er bestimmt.
Nee, und Lions, du. Müssen wir jetzt leider einmal machen. Du wirst momentan Prioritätsforstwirt. Solange De La Cruz mal wieder irgendwelchen Quatsch macht. So, was war Folgenstart? Wann war Folgenstart? Dauert noch ein bisschen. Folgenstart war am 21. Oh, dann ist die Folge jetzt genau 20 Minuten. Na gut, aber wir gucken mal kurz noch, was hier abgeht. Vielleicht kriegen wir jetzt ja Anita hier davon überzeugt, dass sie unsere Freundin wird. Verzeihung. Jetzt müssen wir erstmal alle pennen. Oh, Frau, nein, Franz schläft im Garten. Oh nein, der wird doch verrückt. Oje, oje. So, Moment, jetzt. Das Bett ist kein Gefangenenbett mehr. Das ist jetzt das Bett von Franz. So, der geht jetzt in sein Bett. Katsumi muss da jetzt sterbenskrank rumhängen, bis ihn jemand überführt. Nämlich Franz. Wie krank ist denn der? Stirbt er uns jetzt weg? Blutverlustmittel und er hat Asthma. So, der wird jetzt ins Bett gebracht. So, und... Okay. Er wird jetzt auch schon behandelt. Sehr gut, sehr gut. Er kann... Achso, Billigmedizin haben wir gar nicht. Ja, normale Medizin oder schlechter kann er haben. Katz hat eine Infektion, oh je. Behandle den mal schnell. Was hat er denn? Okay, eine leichte Infektion. Jetzt wird er lieb gefüttert. Sie wird angeworben. Hoffentlich. Endlich. Wieder. Oh, ey, wie oft haben wir das jetzt schon probiert? Und jetzt versucht er den Kranken anzuwerben. Oh, der hat auch schon ein Holzbein. So, jetzt wieder behandelt. Wir haben noch 14 Mahlzeiten. Franz müsste jetzt bald auch mal dringend kochen. Was der alles machen muss, der arme Kerl. Und für die Zelle könnte man dann aber natürlich auch mal... Achso, nee, dann latschen die da immer durch. Ja, das Wegesystem ist hier noch nicht so ideal Standard, das muss ich gestehen. Wird er jetzt ins Bett gebracht oder in den Kühlraum? Ah, er wird begraben, sehr gut. So, der hier wird ordentlich verarztet. Teil des Schlafzimmers, ja, da gut, da muss er jetzt durch. Franz versucht wieder hart anzuwerben. Oh, Leons erntet. Ja gut. Ja, Mann. Also Strom haben wir auf jeden Fall jetzt mal mega viel. Ja, aber ich glaube, jetzt hier endet jetzt gleich auch die Folge mal. Aber ich bin so gespannt, ich kann wieder nicht aufhören. Oh nein, Franz muss jetzt ja alles wieder neu pflanzen. Oh, der Arme. Redet der jetzt nicht mit Guts? Was ist mit Guts? Ach, Guts hat eine leichte Infektion, deswegen macht er nichts. So, jetzt wird hier noch das Blümelein neu gepflanzt. De La Cruz putzt überall nett und räumt auf. Die, also so eine, so wer doof ist, ist tatsächlich dahin geht, gar nicht so schlecht. Oh, cool, Leons hat sich umgezogen. Er hat sich die besseren Klamotten genommen, sehr cool. Was macht De La Cruz hier? Schläft die hier oben schon wieder in ihrer... Nein, die Arme, ey. Die schläft da oben immer in der Abecke. So, Franz ist ordentlich behandelt. Franz hat sich komplett erholt. Perfekt. Er füttert jetzt den. Jetzt wird er auch noch... Oh, wir haben nicht mehr so viel Medizin. Egal. So, liebe Menschen. Auf YouTube. Hier endet diese Folge. Es war ein wilder Ritt.
Und ja, in diesem Sinne, ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Ich speichere jetzt noch und dann bis gleich, ne?